Es ist das Ende vom Kanoni-Reisebüro, wenn mir jeder so einen Drachen hätte. Das stimmt wohl. Irgendwo mitten in den Bergen muss so stadtmäßig was. Das hier. Sehr gut, ich hab's gefunden. Klasse. Monster bewachen den Weg zum Gipfel. Ich hoffe, dass es Luna gut geht. Alter, was hast du denn für einen Eierkorb? Ich will mal von vorne sehen. Traumhaft. Von überall kommen die Menschen, um unseren berühmten Tempel zu sehen. Ach, das soll ein Mönch sein. Ach so, weil da kein Schild dran war, wollte ich da nicht rein. Berdi! Berdi ist da. Gut, aber jetzt brauchen wir gerade nicht. Und ihr seid wirklich auf einem weißen Drachen hierher geflogen? Mhm. Klaro. Wer hat erkannt? Itemladen, vielleicht auch ein bisschen Rüstung. Hexenfetisch. Zauberumhang und Elfendiadem. Na dann mal los. Hier, nimm diese alte Jacke und gib mir eine neue. So. Ja, Gasthaus machen wir gleich. Hast du schon wieder die Abkürzung genommen? Na klar. Meister Luna lebt auf dem Schicksalsberg. Da wollen wir hin. Alles schön ausgebaut mit Treppen hier. Mhm. Na, wo sollen wir mit den Leuten quatschen? Wollt ihr nicht unserem Orden beitreten? Noch unbedingt. Klar, ich hab nichts zu tun. Na gut, dann gucken wir noch mal rein. Eine Menge Ops hier. Waffen auf Befehl von Lorimar Bomben auf Ziele des Imperiums. Zuvor in einer Nacht- und Nebelaktion Lorimars Hauptstadt attackieren. Wer attackierten? Das klingt im Remake tatsächlich so, als wäre das so eine alte Fernsehübertragung. Das finde ich ganz drollig gemacht. Werden wir gleich wissen, ob die letzte Zahlenkombination... Okay. Ich vermisse ein Wir müssen sparsamer mit der Mana-Energie umgehen. Sparsamer? Blödsinn. Sie geht uns sonst aus. Ausgehen? Die Mana-Energie wird niemals ausgehen. Da! Der Mana-Drache! Er hat die Festung zerstört. Und jetzt kommt er auf uns zu. Ah. Halbzeit, Halbzeit. Ja, über die Hälfte schon. Das Wetter von morgen, sonnig bis heiter im Süden, von Osten starker. Was? Nein! Was, das war's schon? Achso, der funktioniert nicht. Huch, explodiert. Okay, das war's. Ja, dann würde ich sagen... Sollte hier nicht auch einer leben? Nee, der Schicksalsberg ist tatsächlich, da müssen wir auch im Süden die Stadt verlassen und dann den Berg entlang latschen. Dann würde ich... Bring doch nicht den Eierkorb mit, Mensch. Das ist mein Eierkorb. Dann gehen wir jetzt nochmal schlafen, würde ich sagen, und dann verlassen wir die Stadt im Süden. Klingt nach einem Plan, oder was? Jetzt verwirrt ich die Select-Taste wieder. Was machst du denn damit, Randy? Gott! Der Controller, ich sehe immer den Kack-Controller, wo die Tasten nicht funktionieren. Stimmt ja überhaupt nicht. So, blaue Pflanze. Das ist eine Traumtulpe übrigens. Wer ist die Wespe? Scheiße. Das ist eine Napalm-Wespe. Cool. Oh Gott. So, eine möchte ich auch haben. Mir schwan übles. Für wenn Besuch kommt. Ja, ich nehme jetzt die Traumtulpe. Daneben gehauen. Sehr schön. Eine ganze Menge Traumtulpen hier, wa? Nicht mich, bitte. Fuck. Hä?
Wieso bin ich nicht bewusstlos? Resist. Offensichtlich. Guck mal, hier ist ein Höhleneingang. Wenn es auf dem Fußboden liegt, kannst du ein bisschen zusammenschieben und dann. Ach, Tulpe. Oh nein! Auch du pennst nicht ein, das ist drollig. Tja, das ist sie ganz verwirrt, die Tulpe. Mhm. Aber wie viel hält diese Wespe aus? Nicht genug. Wie sollen die denn aushalten, deiner Meinung nach? Ein bisschen Schnitzeln hier, so Monster Hunter-mäßig. Nie gespielt die Serie tatsächlich. Aber ich habe den Wii und das Remake für die Wii U von dem einen. Das ist 3, Tri, glaube ich, habe ich da. Muss ich einfach mal anfangen. Ja. Und schon wieder resistent. Mein Waffenlevel ist gestiegen, dann nehme ich jetzt die Peitsche. Müsste da nicht mein Waffenlevel auch schon mal gestiegen sein? Keine Ahnung. Haust du vielleicht nicht so auf zu wie? Guck mal, das ist ein Ei. Das platzt auf. Du hast es aufgemacht, Mann. Das müsste, glaube ich, ein Gülleküken sein. Zack. Da kommt noch eins. Ich hab's aus dem Bild geschossen. Kritte das mal. Ich glaube, das heißt. Ja, ich hol dich da mal raus, wa? Schrumpfpeitsche. Nein. Du bist auf jeden Fall eine schicke Statue, möchte ich behaupten. Bin ich im Piss? In weiser Voraussicht die Peitsche genommen. Na klar. Voll gut, ne? Immer höher auf dem Schicksalsberg. Ich glaube, wenn es aufbricht, was machst du? Lauf doch nicht immer so nach ran, du Nuss, Mann. Ich habe ein Schwert, ich muss nach ran. Dann nimm jetzt den Bogen oder so. Nee, mach doch wie du möchtest, aber dann pass halt ein bisschen auf. Ich denke, du magst den nicht. Ja, ist egal. Muss ja auch mal gelevelt werden. Randys Waffenlevel ist gestiegen. Was ist mit Randy denn jetzt? Dann mache ich Randy auch zum Fernkämpfer. Ich nehme den Speer. Ich frage mich, ob das verbuggt ist oder ob wir wirklich die ganze Zeit widerstehen. Wir haben Raffi da unten verpasst. Das ist mir egal. Verkauft ihr immer die gleiche Scheiße zum doppelten Preis. Ist Wurst. Ist Wurst. Also wenn er jetzt Rüstung hat oder so, dann ist das das, was wir eh gerade gekauft haben, denke ich mal. Wir sind oben. Warum sind wir eigentlich unten in die Höhle nicht reingegangen? Das schneide ich gleich hin. Der sieht auch geil aus, ey. Das ist so wie ein Thranduil. Verschwindet, der Meister ist nicht da. Wo ist er denn? Das hätte man gleichzeitig sagen müssen. Wo ist er denn? Meister Luna ist in den Nachtpalast gegangen. Er ist nicht weit von hier. Ja, und dann schneide ich jetzt zur Höhle, weil das der Nachtpalast ist. Oh. So, und hier ist der Höhleneingang. Doch Spaß mit der Blume, ja. Da waren wir doch vorhin schon. Das ist ja das Gemeine. Ja, aber wir sollten doch eigentlich Luna finden. Der ist ja jetzt hier drin. Was hat der denn für eine Sirene auf dem Kopf? Das ist ein Horn. Also das ist eine Sirene. Wie eine Sirene. Wuhut, Level 40. Respekt. Ein neuer Ninja? Nee, ist der gleiche. Das ist eine Sackgasse übrigens. Gut. Ich bin Level 40. Und du auch. Herzlichen Glückwunsch. Großartig. Hätte ich mir die Heilung auch sparen können. Naja, war schon brenzlig. Mit 50er, was hattest du? Hä, wieso? Na, endlich. Ja, wer nimmt die Axt rein? Aber gern. Machst du?
Oh Gott, wie sieht denn sowas hier aus? Ein Insektenball? Grapsch, grapsch. Sackgasse. Sackgasse? Ja, Sirenenkopf wieder. Die guten. Kann doch ein Pylon sein, oder? Pylon? Der verfolgt uns ein Tier besonders. Ein bisschen. Was? Hä? Was hat sich geändert? Hier nix. Nee. Irgendwo hat sich was geändert. Schön. Könnte es das Gitter in der Mitte gewesen sein oder so? Ist hier noch? Was? Da haben wir links irgendwas geöffnet. Alter, wenn die Gegner nicht farbig, könntest du auch sagen, das Spiel ist schwarz-weiß. Oh. 1000 Goldmünzen. Yes. Oh ja. Na, wenn er so mitten im Markt steht, ey, und nicht mal irgendwie einen speziellen Sackgassenraum hat, dann... Ja, und, irgendeine Falle. Böse Falle, was ist das? Oh, oh. Null? Ja, die böse Falle macht kaputt. Das ist halt böse. Also, welche böse Falle? Ja, die ist echt böse, ey. Holla. Oder macht die böse Falle. Nee, warten 335, die gekriegt hat, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die sich sonst auf 1 reduziert, mich der Gegner mit dazu getroffen hat, dass ich dadurch sterbe. Na, ja, das. Wirst du ja noch nachvollziehen können. Nee, weil die Zahl war 335. Achso, ob ich eine Aufnahme dann sehen kann, ob der zusätzlich tatsächlich geschlagen hat, oder was? Ja. Mhm. Chaosritter heißt das übrigens. Nee, nee, nee. Möchtest du noch eine böse Falle mitnehmen? Mhm. Just for the fun of it. Also ich mache die Menschen ja erst so. Warte, ich muss warten, bis du ganz tot bist. Nee, auf 1, siehst du? Ha! Überlebt! Ja, dann kannst du... Ja, möchtest du... Froster ist für alle da. Oder bin ich da egoistisch? Mach nur meins. Ich finde, Randy hat genug. Wie viel? Was? 700 macht das? Okay. Ja. Nein. Ach, diese Sackgassen. Die Juten. Ich trotzdem noch mal hier rechts rüber gucken, irgendwie. Ja, das Gitter in der Mitte ist verschwunden. Da müssen wir dann zum Schluss noch mal hin. Mhm. So, was ist hier los? Schön eingekesselt, das Ding. Hervorragend. Krapscher. Die guten. Oh, ja, komm. Hä? Hier nochmal. Aha. Schade, ich hätte die Hoffnung, dass hier irgendwie noch was kriege. Sirenenmenschen. Die guten. Hm, was beschwert der Fledermäuse? Ach. Satansmasken sind es übrigens. Satansbastard? Das ist was anderes. Ja, dann lass doch nochmal. Tose Tor, Randy, Mann, nun haben wir nicht alles mit, Mann. Komm, Randy, komm, Randy, komm, Randy, nicht da lang.
Komm, Prim! Oh Mann, ey, so jetzt. Was macht Prim da eigentlich? Oh Gott, wo hast du denn hingeguckt? Ich hab auf Popo geguckt. So, wer ist nicht der Knaller jetzt hier? Guck mal. Na, was ist es? Speerorb. Clownorb. Ich hätte jetzt auch Speer fast vermutet. Hin und her hier, ey. So, und bitte. Wieso blocken die denn? Weil die so große Pranken haben. Soll ich da mit einem Dolch oder irgendwas mit einer Peitsche auf die Finger hauen? Was? Wo kommt der denn noch her? Sehr schön. Die sind tatsächlich echt besser als die komischen Blobs. Ja, deutlich. Wieso ist eigentlich nirgendwo Feuer an diesen Kelchen, Feuerschalen, Gedingsgedönse? Da müssen wir wahrscheinlich wieder ein Dingelchen besorgen. Noch eins? Ich will trotzdem erst rechts gucken. Ach, da kann man der ganze Set der Härte. Hm, spannend hier. Okay. Ich kann hier rüberlaufen. Wer kriegt die Blutgranate denn? Mhm. Verdient, würde ich sagen. Was magst du an Randy nicht? Er ist ein Angeber geworden. Ach was. Ach so, ja, ich bin der Mana-Held. Knack. Die verzaubern eh nicht, der braucht kein Zauberschild. Lass mich raten, hier oben ist unspannende Sackgasse. Ja, okay, komm, der kann da gerne bleiben. Wo kommt der denn wieder her? Ich stehe erstmal. Oh. Mhm. Oh, schön. Ja, komm. Wenn ich mal hier stehe. Krabscher. Oh. Was ist das hier? Ja, das ist Nocturne bezwingt mich. Gut. Da muss ich erstmal genau wissen, was das für einer ist. Unbedingt. Sabberschleim. Keine Anfälligkeit? Wieso Vio? Da können wir beide ordentlich rauffeuern. Kannst du mitmachen, wenn du möchtest. Klasse. Dann kriegt er auch die dicken hier. Das war die dicke, ne? Das war die dicke Granate. Flamwand. Ups. Was ist denn? Was suchst du? Ich hab das auf den Sabberschleim gemacht. Ja, ist ja richtig. Ach so. Sonst haben wir auch keine Ziele zur Auswahl, ist nur der. Okay. Dann kann er das ja nochmal kriegen. Ohne Ende immer rauf. Wie viele Lebenspunkte hat er jetzt eigentlich? Der hatte 3300. Okay. Na gut, der kriegt ja ordentlich rein hier. Das hat sich gleich erledigt, sag ich mal. 4? Punkt 4, was? Ja, ist schon schön. Mhm. Ist ja schon kaputt hier, oder? Ne, ich glaube nicht. Das ist noch die Animation vom Feuer mit, das rot glüht, glaube ich. So. Verwirrend. Hm. Immer noch nicht. 888? Das Ding ist grün, ich bin Schneemann. Ich kann auch mal hier. Ja, immer weiter, Gibi. Zaubersperre, toll. Wenn ich kein Schneemann mehr werde, dürfte ich auch nicht mehr zaubern jetzt, oder was? Doch? Doch? Dann habe ich die Zaubersperre nicht verstanden. Eigentlich müsste doch jetzt schon wie tot sein, oder nicht? Hey, will ich auch sagen. Also die 3000 Lebenspunkte habe ich auf jeden Fall schon abgezogen. Oh, du kriegst die Höllen auch übrigens ab. Klasse. Hoffentlich überlebe ich starte. Ja, so viel machen die gehen nicht mit ihren Zaubern zum Glück. Ey komm, das Ding wird schon immer kleiner, das muss doch jetzt mal... Fertig! Es ist immer, wenn du ungeduldig wirst, dann stirbt er. Wahnsinn!
Und weiter geht's jetzt mit dem Speerorb. Und jetzt sag ich Peitsche. Nein, ich bleib beim Speer. Die Textbox ist auch viel kleiner da oben diesmal gewesen. Und wir kriegen gar keinen Orb. Oh, wunderbar. Ach da, hier, ich hab gewonnen. Oh. Ah, da bitte blaues Feuer. Und da ist er. Ich bin Nocturne, Patron der Dunkelheit und Diener des Mana. Gegen meine Zauber kommt keiner an. Ich werde euch begleiten. Hut, hut, Nocturne schließt sich an. Knüller. Mhm. Jetzt noch den Mana-Samen knüppeln hier. Unbedingt. Samen. Kraft des Samens erhalten, da war es wieder. So, meine neuen Zauber sind, halte ich fest. Die Höllenaura für 8 Mana. Dicker Schadenszauber. Zaubersperre, dass ein Gegner nicht mehr zaubern kann, wird bei Bossen nicht funktionieren, bei anderen Gegnern ist man ziemlich stulle. Und Hadesgranaten, ein kleiner Dunkelschadenszauber. Mhm. Ich kann mal zeigen, was ich so drauf habe hier. Ja. Nix. Mhm. Hier sehen Sie nix. Hier sehen Sie nix. Betrug. Tja, Nocturne hat nichts für dich. Dann zurück zu Ranul, würde ich sagen. Was haben wir jetzt hier Luna nicht gefunden?